Einen wunderschönen Sonntagmorgen, wenn ihr den Podcast hört, ist natürlich Donnerstag. Ach, stopp, ich hab's Stammtischschild. Also bei uns geht's bei alle ein bisschen drunter und drüber. Deswegen haben wir sogar echt Schwierigkeiten, wann wir den Podcast aufnehmen, gell? Ja. Weil die Jessnan, die ist nur noch Jet-Set-Lifestyle und ich bin nur noch Pflege-Lifestyle. Deswegen alles ein bisschen schwierig, aber wir kriegen es hin, ne? Wir sind halt organisiert, wir sind Frauen, ne? Wir sind gut organisiert, gut Ja. koordiniert. Genau. Deswegen bekommt ihr jetzt heute euer nächstes Thema. Und die Jasserina und ich, wir haben uns echt ein super Thema ausgesucht. Und zwar lautet das Thema: Lohnt es sich, einen Thermomix zu kaufen oder nicht? Und ich denke, das ist wirklich ein hilfreicher Podcast für alle, die noch unentschlossen sind, lange unentschlossen sind. Genau. Also ich sage erstmal vorneweg, also ich persönlich war eigentlich dagegen. Also ich war contra und die Shalima war pro, jahrelang. Letzten Endes haben wir jetzt beide einen. Nee, ich nicht. Ich krieg, also der gehört ja nicht mir. Jo, der gehört dem Angelo, ihr wohnt zusammen, also gehört er euch, jo Allah. Ja. Ja, aber vielleicht kann die Shalima ihr mal erzählen, warum sie grundsätzlich, bevor sie auch so eine Party, Erlebnisparty oder wie nennt man das, Erlebniskochen hatte. Ich kann auch gleich mal erklären, was Erlebniskoche ist, aber vielleicht kann die Shalima mal erklären, warum sie schon von vornherein pro war. Ja, also ich habe ja eine relativ kleine Küche, die ist 2,20 oder so, ist ja relativ winzig. Und jetzt ist halt sowas, wie sieht man ja im Hintergrund, da ist ja der Kühlschrank und ich hätte den Kühlschrank halt gerne noch mit da auf der Küchenseite. Und dann wird es halt aber alles immer ein bisschen so eng bei mir halt. Und da ist halt der Thermomix halt super, weil der ist ja halt mehrere Küchengeräte in einem. Passt auch super zu meinem minimalistischen Lebensstil. Und dann ist es halt auch so rein theoretisch, weil ich habe ja dann hätte ja dann relativ, wenn man, ne, wenn man jetzt von 2,25 Meter ist es, glaube ich, 55 Zentimeter noch abzieht, sind wir bei 1,80, glaube ich, ungefähr. Oder auf jeden Fall, das wäre ja dann nur der reine Arbeitsfläche, die ich da noch hätte, 1,80. Da muss ich ja auch nochmal das Spülbecken abziehen. Ne? Also es wird ja immer weniger dann. Dann sind wir nur noch bei 1,20, dann hast du noch eine Kaffeemaschine da stehen, bla 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 bla. Herdplatten, okay, und dann habe ich halt für mich gedacht, Herdplatten brauche ich rein theoretisch nicht mehr. Wenn dann nur noch so eine tragbare halt mit dem Thermomix, weil du dann halt mal kurz was anbraten musst oder so. Oder wenn man dann doch mal vielleicht so was Schnelles machen will, ne, so Wochenende, man hat keinen Bock, man macht mal schnell ein Tütchen oder so. Kommt ja auch mal vor. Ja. Ja, dann brauchst du halt eine Herdplatte oder es gibt ja dann auch so eine doppelte, aber für mich halt immer dann besser tragbar, weil ich das dann wieder verstauen kann, habe halt wieder mehr Platz, weil ich habe dann auch überlegt, eine neue Küche und da hätte ich halt ein schmaleres Spülbecken, also nicht mehr so ein breites da, sondern wirklich nur noch so ein schmales Spülbecken für mal schnell was auszuwaschen oder so. Das wäre halt so meine Idealvorstellung und dann ist halt der Thermomix ideal, weil es halt ein Reiskocher, der schnippelt halt klein. Wenn du den Aufsatz hast, ne, kannst du ja auch verschiedene Schnippelvarianten da machen. Was ist es noch? Zerkleinerer Kocher, also kocht ja. Also es ist halt für mich super praktisch, weil es halt all in one gefühlt ist, bis jetzt auf eine Bratpfanne. Ne? Also wenn Ja. es jetzt um Schnitzel oder sowas geht, braucht, Ja. geht es halt nicht. Aber wenn man jetzt nur Pilze anbraten muss oder Ja, so, gibt das es, glaube ich, geht. auch ein Programm sogar. Ja. Gar nicht mehr groß denken. Gibt es, glaube ich, schon fertige Programme dafür und so. Ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, weil wir immer die Rezepte dann kochen oder so. Und da ist es halt einfach super. In meinem kleinen Leben oder in Aber meiner wie, kleinen Wohnung. wie kann, also bevor du das alles, so sag ich mal, in Anführungszeichen gewusst schon, also bist du, wie bist du darauf aufmerksam geworden, dass du gedacht hast, das wäre gut? Nein. Also du hast selber informiert quasi darüber. Nee, das wurde mir, glaube ich, mal vorgeschlagen oder so. Und dann habe ich mal gegoogelt. Mich hat persönlich halt immer der Preis abgeschreckt. Ja, Ja. weil ich meine, als Single jetzt so, ich Ja, weiß nicht, klar. was kostet der jetzt? 1,6, gell, glaube ich. Ist er jetzt hochgegangen. Ich weiß Ah es ja, nicht. stimmt. Ich weiß es aber auch nicht. Also zu, bei uns war es ja noch 1,4. Genau, mit den Extrasachen. Und also mich hat halt wirklich immer der Preis abgeschreckt, weil ich Aber halt. hast du das aber andere
weiß ich nicht, Influencer oder so gesehen, dass die sowas haben oder mit kochen oder nee, also selber Nee, erst. also wenn dann einfach, habe ich es mal gesehen, dann habe ich es auf YouTube eingegeben oder so und habe mal Okay. geguckt. Also ich fand es, wie gesagt, schon immer cool, auch mit dieser Cookidoo-App, wobei ich sagen muss, was mich wirklich nervt, ist so, dass wir halt jetzt zum Beispiel nicht so hier so wie uns so Brockelbohne, Eiersauce, so ganz stinknormale, also weil es ist halt immer so ein bisschen fancy, abgespacete Sachen. Oder sowas, was man jetzt nicht so typisch, bei klar, es gibt eine Lasagne, es gibt einen Kartoffelauflauf oder sowas, ja, so Sachen kriegst du dann schon. Aber jetzt so dieses Typische, was wir vielleicht so Pfälzisch oder sowas, man so isst, finde ich einfach nicht. Ich habe auch schon breite Bohnen eingegeben mit Kartoffeln oder so. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof, das Rezept zu Nee, finden. ich hab's auch noch nicht gefunden. Ja, also das sind halt so Dinge, das regt mich halt einfach voll auf oder das. Ja, also manche sind halt einfach zu abgespaced, wo ich mir halt denke, jo, wer kocht denn sowas jetzt, ne? Also, Ja. aber ansonsten so jetzt wirklich rein plain und zu 95% würde ich sagen, ist das ein Top-Ding. Bis auf jetzt, wie gesagt, so die drei, vier Gerichte, wobei man die ja selber, aber ich finde halt einfach, da bei den anderen ist es ja halt getestet worden bei den Rezepten. Teilweise ist es ja, glaube ich, mit diesem Cookie-Doo, sind es ja auch wirklich Köche oder so. Alles gut. Ja, und ich sag's euch auch so, wie es ist. Mir wäre das zu blöd, das Rezept da jetzt einzeln noch einzutragen, weil da müsste ich es ja erst Ja. versuchen, so zu kochen. Ich habe mich da auch noch nicht so mit beschäftigt, ne, weil man kann ja auch alles einzeln. Du musst es ja auch nicht benutzen. Du musst halt dann nur wissen, okay, Zwiebeln werden zum Beispiel immer bei 90 Grad. Dann kannst du es alles so einprogrammieren, kannst ja selber dein Rezept erstellen. Aber damit habe ich mich halt ein, wann soll ich das machen? Also. Ja. Aber ich würde halt, wie gesagt, sagen, allein schon, dass der Thermomix so all in one ist. Also die Ecke, die bei mir jetzt da hinten so eine kleine Dreckecke geworden ist, ist auch nur eine Dreckecke geworden, weil es ist die Ecke hinterm Kühl, also seitlich vom Kühlschrank, wo man eigentlich stehen würde und kochen, weil wir mit dem, weil wir so gut wie gar nicht mehr mit den Herdplatten kochen, sondern eigentlich nur noch mit dem Thermomix. Ja. Ja, also ich selber muss sagen, die Schalima und ich haben bestimmt uns 2 Jahre oder 3 Jahre immer mal wieder darüber unterhalten. Also Schalima hat gesagt, sie hätte es halt gern, das ist voll gut und hin und her. Und also ich muss sagen, mich haben auch immer andere Leute darauf angesprochen, also mal Mitarbeiter oder auch Kollege, wo dann so gesagt haben, ja, voll gut, wir waren, also es war sogar ein Mann, also ein Mitarbeiter von mir. Er war mit seiner Frau auf so einem Erlebniskoche, das war voll cool. Und sie haben jetzt den Thermomix und das lohnt sich total und keine Ahnung, ne? Ich so, jo, also ehrlich, ich kann kochen, ich brauche das nicht, ne? Und meine Kollegin dann, ah nee, das ist voll gut, die hat halt auch ein Kind und man kann man jo halt dann auch die Fläschchen warm machen und Brei kochen und so und hin und her, ne? Und ich habe dann immer gesagt, nee, ich brauche, aber wirklich jahrelang, ach nee, so ein Quatsch, brauchst du jetzt viel zu teuer, so wie du auch sagst, ne? Mir war das auch vom Preis zu teuer und brauche ich nicht und hin und her so. Auf jeden Fall kam der Tag der Tage im Oktober 2022. Da hat die Kroatia, also die Schwester vom Doma, ein Erlebniskochen gemacht, weil sie sich einen Thermomix, beziehungsweise sie hat von ihrer Schwiegermutter einen Thermomix bekommen. Man muss dazu sagen, die Kroatien hat einige gesundheitliche Einschränkungen und konnte einfach nicht mehr Kartoffeln schälen. Und der Thermomix kann halt mit der Pilawelle auch Kartoffeln schälen. Ne? Und es ist für sie halt eine enorme Erleichterung wirklich in der Küche, weil, wie die Shalima sagt, der kann alles. Ne? Also so gut wie alles, ja. Und deswegen hat die das halt gekriegt. Und wenn man halt ein Erlebniskochen macht, ich erkläre mal kurz, was das ist. Ein Erlebniskochen ist quasi ein Abend. Da lädt man mindestens, glaube ich, 3 verschiedene Personen ein, die auch aus einem verschiedenen Haushalt kommen und die noch keinen TM6 haben, also Thermomix 6. So. Auf jeden Fall müssen die dann halt ihre Adresse angeben, dass die da waren. Deswegen ist es wichtig. Und dann kocht man halt so einen Abend zusammen halt im Thermomix. Und dann kriegt man halt mal gezeigt, was man alles machen kann. Von einem Getränk über Salat, über Hauptspeise, über Brot backen. Ne? Also was halt alles wirklich so möglich ist. Und die Kroatin hat mich halt gefragt, ob ich halt kommen würde, weil wenn jemand das organisiert, bekommt man halt einen 100-Euro-Gutschein und kann sich dann nochmal für die 100 € Zubehör vom Thermomix aussuchen. Ja, es gibt Sachen, die sind nützlich, wie jetzt die Pilawelle. Ich glaube, die kostet zum Beispiel, ich weiß gar nicht, weißt du, was die kostet? 60 oder 40 Euro. 40, glaube ich sogar. Ja, 40. Also die Pilawelle zum Beispiel kostet 40 €, die kauft man extra. Also man muss nicht wirklich viel extra kaufen, aber das zum Beispiel kauft man extra. Aber Oder man, wenn man, es ist ja meistens immer so ein Aktionszeitraum, wo man ja.
jeden Monat, und dann gibt es was meistens dazu kriegt. dazu, ja. Ja, also zum Beispiel gibt es auch einen Thermomix-Topf, einen zweiten Topf, glaube ich, der kostet 100, kostet der 100 oder 200 Euro? 100. 200 €. Okay, den könnte man sich nochmal holen, wenn man sagt, man will noch einen zweiten Topf. Aber es gibt auch so Sachen wie eine Auflaufform oder so kleine Varoma-Förmchen. Da kann man zum Beispiel dann Panna Cotta drin machen. Ne? Das sind so Porzellan, für, also whatever. Auf jeden Fall, man kriegt einen Gutschein für 100 € oder man holt sich Kochbücher oder was auch immer. Und in der Regel lässt man das nicht verfallen. Vor allem, was an dem Erlebniskochen gut ist, ist, und das ist so ein bisschen ein Mangel, den ich generell so an so die teuren Geräte im Direktvertrieb habe. Also gut ist es ja, dass man so einen zweiten Abend hat, weil man dann einfach nochmal erklärt bekommt, individuell das Gerät. Wobei ich halt der Meinung bin, ich sehe das ähnlich wie die Schalima, man müsste sich selber extrem mit dem Gerät beschäftigen, um zu wissen, was man wirklich alles kann. Also das habe ich auch nicht gemacht. Also ich mache wie du, ich gucke du, Rezept, mache ich fertig. Also gut, zerkleinern, das mache ich Ja. schon noch. Oder mo Eier koche, das mache ich auch. Ne? Ja, Oder aber das ist ja Video. auch recht eu programmiert irgendwie. Genau. Das Also da sind so kann man nichts falsch Dinge. machen. Ja. Ja, genau. Aber so ein anderes Rezept wüsste ich jetzt auch nicht. Also da muss man sich, also ich habe mal muss so ein ähnliches Rezept gesucht und das dann ein bisschen abvariiert. Aber wie man das genau eingibt und sonst was, weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich einfach, wie du sagst, Spockelbohne da drin kochen soll. Das wüsste ich auch nicht, wie das funktionieren soll. Und das finde ich halt so ein bisschen schade eigentlich, weil es geht aber nicht nur beim Thermomix, es gibt ja auch andere teure Geräte aus dem Direktvertrieb. Ich finde halt, dieses ein- bis zweimal ist noch zu wenig. Man müsste irgendwie, keine Ahnung, oder betreut wäre durch Videos oder so, ne, so Inspiration, Gruppe oder so irgendetwas, wäre wahrscheinlich besser. Vielleicht gibt es, ach, ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall, ich war bei so einem Erlebniskoche. Und was mich letzten Endes davon so überzeugt hat, war, wir haben ein Brot gebacken, das Kräuterfaltenbrot. Die Leute, die den Thermomix haben, die werden das auch alle kennen, weil es echt genial ist. Und ich war so begeistert, wie schnell man einen Hefeteig herstellen kann, weil Hefeteig habe ich auch schon öfter gemacht, ne? Also Pizzateig selbst gemacht oder generell für Kuchen. Aber den muss man ja ziemlich lang gehen lassen. Und beim Thermomix, dadurch, dass der erhitzen kann, geht es halt viel schneller. Der Teig wird total geschmeidig. Und man hat wirklich innerhalb von 30 Minuten, kann man sagen, also mit Ruhezeit dauert es ein bisschen länger, aber hat man ein Brot gebacken, selbst gebacken. Und es schmeckt so gut. Und wenn man dann noch einen Dip dazu macht, ja, also der Dip, den hat man, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten gemacht, wirklich, ja, also das geht so schnell alles. Und was auch noch genial ist, sind die ganzen Rohkostsalate, ne, so Brokkoli, Rohkostsalat und so. Ich finde, das kriegt man mit der Hand so dünn zu schneiden nicht hin. Und rohe Brokkoli in groß esse, habe ich auch keinen Bock drauf. Also wenn er so klein geschnitten ist und dann so in dem Salatdressing, ich sage mal, wie die Pelzersahne versoffen ist, ne, dann finde ich, schmeckt's. Aber wenn der Brokkoli so groß ist, gefällt mir auch nicht. Und das waren so Sachen, wo ich wirklich so richtig cool fand. Also gerade das Brot und der Dip, was ich halt so selber nie gemacht habe. Obwohl ich ziemlich gut und viel koche, auch internationale Küche und auch back. Aber das hat mich so nicht losgelassen. Also ich habe dann so eine Woche drüber nachgedacht, weil der Preis trotzdem ist heiß, wie die Schalima sagt, ne? Also 1.400 €. Muss man sich schon gut überlegen. Und dann, wie mir halt so Sinn, habe ich mich dann mit der Schalima ausgetauscht. Über mehrere Tage in der Woche ging das auch so pro- und kontramäßig, ne? Haben noch so der Angelo mit in das Gespräch involviert. Ja, also ich habe jetzt auch schon überlegt, angenommen, Ja. weil es ist ja nicht mein Gerät. Wir würden jetzt sagen, okay, er geht jetzt zum Beispiel. Dann habe ich echt schon überlegt, okay, scheiße, dann habe ich ja den Thermomix nicht mehr. Also habe ich halt echt schon überlegt, ob ich dann halt zu ihm sage, okay, brauchst du den wirklich? Kann ich dir den halt abkaufen, was er jetzt aktuell noch wert wäre? Ja. Aber er hat halt, glaube ich, auch schon gesagt, nee, eigentlich will er den behalten, weil er mag den halt auch. Weil wir hatten halt mal so drüber gesprochen und dann weiß ich jetzt halt nicht. Also ich wüsste jetzt halt nicht, wie es dann jetzt wäre, wenn jetzt wirklich Tag X oder so jetzt wäre. Aber also ja, es würde mir schon leid tun, wenn ich ehrlich bin, weil ich hätte jetzt halt auch eigentlich noch gern diesen Friend, den du Ja. hast. Weil viele Gerichte ist halt so, da wird halt zum Beispiel dann Kartoffeln oder so empfohlen, wo du dann Ja. nur den Hauptgang machst, ohne die Beilage dazu. Und dann ist halt der Friend halt saugut, weil du dann erst den Friend anschalten kannst, ne? Zack, Kartoffel. Ja. Mit der Zeit fangst du dann auch im richtigen Ja. Thermomix dann noch das zu machen. Und das ist halt dann, ich hätte halt schon gern so einen Friend, wenn ich ehrlich bin.
Okay, um kurz zu erklären, was der Friend, also der Friend ist quasi die Erweiterung, wie soll man das nennen? Ja, Also ja, die Erweiterung doch. vom Thermomix, ne? Also so ein Zusatzgerät, das kann im Prinzip aber nur quasi kochen oder braten, ne? Also man kann an dem Gerät die Zeit einstellen, man kann die Programmstelle, also die Gradzahl einstellen und quasi die Geschwindigkeit, wie gedreht wird. Und dann kann zum Beispiel, wenn man eine Suppe macht, dann in der Zeit, was weiß ich, viele Suppe müssen ja 40 Minuten kochen, dann macht man das, oder Milchreis, ne? Der muss ja 8 lang kochen, dann macht man das auf der Friend, das kocht fertig. Und in der Zeit kann man was anderes kochen, oder wie die Shalima sagt, man kocht dann im Friend der Reis und das Hauptgericht halt in dem normalen Thermomix hat Kann man das bei so einem. rüberschicken oder was von der Nee, Hauptstadt? du gibst das ein. Du siehst ja auf dem Ja, Cookie-Doo. aber wie kommt denn das zum Friend? Der muss ja irgendwie mit dem anderen verbunden sein, oder? Nee, brauchst du nicht. Also, wenn du Friend, also ja, das geht auch. Da gibt es auch eine App dazu. Das weiß ich aber nicht, wie es geht. Ich mache das manuell. Ich schalte den ein. Und dann sehe ich zum Beispiel, okay, die Kartoffeln brauchen 10 Minuten. Dann gebe ich am Friend, also du hast deine Uhrzeit. Da gebe ich, ne, mit dem Rad 10 Minuten ein. Dann drücke ich drauf, hüpft es weiter. Dann mache ich Grad, zum Beispiel 90 Grad oder Varoma, was auch immer. Drücke wieder drauf, dann hüpft es weiter. Und dann gebe ich zum Beispiel ein Stufe 1 oder 2. Ach so, okay. Ne, also so Ich einfach. dachte, das schickt es dann rüber. Ich dachte, sie kommunizieren miteinander. Nee, das ist auch nur so ein kleiner Analog-Display, so grau, schwarz-weiß, weiß ich nicht, so. Deswegen dachte ich ja, dass es Ja. rüber schickt. Also vielleicht geht es auch und ich weiß nicht wie. Das kann auch sein. Also ja, man kann die nämlich schon verbinden und Weil ich so. wollte gerade sagen, in den Rezepten steht nämlich mit dem Friend kochen oder so. Ja, also das geht schon, aber die Du weißt Kroatien nicht und genau ich haben wie. das nicht so gemacht. Wir haben es einfach A gemacht Ja, und B. okay. Ja. Das ist ja dann aber praktisch, dass man es auch manuell machen Ja, kann. kann man. Und man hat halt praktischerweise auch einen zweiten Mixtopf natürlich gleich dabei. Man muss dazu sagen, ich glaube, der Friend kostet mittlerweile 500 € extra. Nee, Aber nicht mittlerweile. Ich glaube, der kostet sogar mehr. Der hat ja von Anfang auf 500 € ah, gekostet. ich dachte, er hätte 400 gekostet, ne? Nee, du hast den, glaube ich, günstiger gekriegt, weil Ja, du ich habe ihn noch günstiger gekriegt. Ich habe ihn nämlich zu Black am Black Friday Friday gekauft und da war er, glaube ich, bei 300 € oder 200 €. ja, 300 € und ich hatte, glaube ich, noch 100 € Gutschein, so irgendwie. Und dann hat er mich nur 200 gekostet, so irgendwie Ja, das war ist lächerlich, weil der ganze Topf mit dem Messer, wo unten ja. drin ist, kostet schon 200 Ja. mit Deckel und so. Ich glaube, du kannst Ja. ja nur den Topf, dann kostet der 100, aber du hast kein Messer, kein Deckel, nichts, ist dann nur der Ja. Plain Topf. Das ist dann, finde ich, halt Quatsch. Also. Also die Empfehlung geht auf jeden Fall bei Thermomix raus für Black Friday, weil da waren also Ja. echt schon gute Angebote. Dieses Jahr, glaube ich, ging es. Ich weiß es gar nicht genau, aber letztes Jahr waren echt krasse, also Oder. vorletztes Jahr. Ja, genau. Oder wenn man sich halt jetzt überlegt, okay, ich koche dann, also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, dass man sich gleich von Anfang an beides holt. Ja, Weil ich wir sag mal. haben halt jetzt zum Beispiel hier, dass wir hier jetzt 45 Minuten Ja. Tikka Masala kochen, ja, dann müssen wir das rauskippe, warm halte und dann brauche ich noch 30 Minuten für den Reis oder so. Dann ist das Tikka wieder lauwarm. Also es ist Also, schon doof. ich würde halt empfehlen, es gibt jeden Monat eine Aktion beim Thermomix, wo man irgendwie was dazu bekommt. Und es gibt auch, glaube ich, ein bis zweimal im Jahr, wo der Friend mit dabei ist. Und ich würde empfehlen, das zu kaufen, wenn der Friend mit dabei ist, weil dann hat man es wirklich dabei und auch am günstigsten. Ja, genau, weil alles andere ist günstiger halt als 500 € Ja. oder 600 oder so. Ja, stimmt. Und ich meine, ich habe das letztens dann gesehen, weil der Thermomix Manage war bei N6 jetzt vor kurzem, der ist aufgestiegen. Und ich meine, das war dann mit Friend für N9 oder so. Okay, also ich Das ist weiß, schon günstig also dann. damals, als ich das Erlebniskochen bei der Kroatia gemacht habe, das war ja im September oder Oktober, ich bin mir gar nicht, ich glaube Oktober, und da war die Aktion mit dem Friend. Aber ich habe halt so lange überlegt, weil, wie gesagt, ich habe halt überlegt, lohnt sich das oder nicht, und habe es einen Monat später gekauft und da war ja das Pizzaset mit dabei. Ja, das haben wir Also, auch. ne, der Pizzastein und der Pizzaroller und so und diese Pizzateigrolle, ob man das jetzt alles unbedingt braucht. Also ich muss ehrlich sagen, ich benutze wirklich nur diese Rolle für das Faltebrot, meistens ja Ja, für auszurollen. Faltebrot ist die Ja. Rolle frei, gell? Oder ich muss sagen, der Pizzaschneider ist wirklich Auch. super scharf, der ist richtig gut, hat noch nie so einen guten Pizzaschneider, aber diesen Aber das ist auch Stein, geil, die andere Seite, um die ja, Kante mal wo man durchzudrücken. so hacken kann, die Kante, ja. Ja. Aber den Stein, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie benutzt. Muss ich ganz Jetzt ehrlich steht im sagen. Keller, weil ich kann gar nicht in meinen Backofen machen, weil meiner ist ja ein bisschen kleiner. Ja. Ich wollte ja jetzt eigentlich eine neue Küche, aber.
Ja, also ich habe selber aber auch noch nie benutzt, Charlie mal, obwohl ich ja normale Ofen habe, ne? Muss ich jetzt ehrlich sagen. Also klar, so Friend-Aktion wäre echt besser gewesen, aber gut, dann, also wenn jetzt jemand sich überlegt, einen zu kaufen und es noch nicht so dringlich ist, würde ich persönlich warten, bis es einen Friend dazu gibt. Ja. Dann muss man auch dazu sagen, ich glaube, ein bis zweimal im Jahr gibt es auch eine 0% Finanzierung für jemanden, der das halt finanzieren will, weil er sagt, es ist mir halt zu teuer. Also man kann das auch so finanzieren, ne? Aber ich weiß gar nicht, was die Prozente kosten, keine Ahnung. Aber es gibt mehrmals im Jahr eine 0% Finanzierung und das lohnt sich natürlich wirklich zu sagen, das macht man dann, weil ganz ehrlich, für 0% Finanzierung ist es wirklich super, ne? Also da kann man natürlich auch da drauf warten. Und normalerweise gibt es den ja standardmäßig in Weiß. Manchmal gibt es Aktionen, da kriegt man den auch in Schwarz. Also zum Beispiel, mein Cousin hat sich in Schwarz geholt mit einem Friend. Es war eine Aktion Friend und Thermomix in Schwarz und die haben sich halt in Schwarz geholt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn der jetzt weg wäre zum Beispiel und ich müsste mir jetzt einen neuen holen, irgendwie, irgendwo, irgendwann, ich glaube, ich würde trotzdem auch einen weißen nehmen. Ja, ich Passt auch. einfach besser zu Bei mir. mir auch. Ja, das stimmt. Aber bei denen ist halt alles in der Küche so schwarz und Ja, creme und die da ist es wollten. perfekt. Ja, ich meine, es sieht hier in Schwarz auch sau gut aus, aber in meinem kleinen Zimmer, also in meiner kleinen Wohnung und dann, und wenn dann noch so ein riese Protz, ne? Wenn jetzt, weil die Kaffeemaschine zum Beispiel ist ja auch schwarz. Wobei die hätte ich, wo ich jetzt drüber nur denke, hätte ich auch gerne lieber eine weiße Kaffeemaschine, aber ich warte jetzt, bis die an den Arsch geht Ah, oder so. und was glaube ich auch geht, ist, und zwar nämlich die Nihal, unsere Beraterin. Also, falls jemand auch einen Namen braucht von einer gescheiten Beraterin, die Nihal kann man echt wirklich empfehlen. Die ist super nett, die hilft immer weiter. Also, nach wie vor, wenn ich was brauche von Vorwerk, also irgendwie Zubehör vom Thermomix, bestelle ich das auch bei der Nihal auf jeden Fall. Wenn jemand, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, also man kann auch sich den Thermomix quasi erarbeiten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das geht. Also ich glaube, innerhalb von einem halben Jahr muss man, glaube ich, drei Geräte verkaufen, um sein eigenes umsonst zu haben, oder? War das so? Glaube, ja, irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Also ich bin mir auch nicht 100% sicher. Da müsste man, also da müsstet ihr euch nochmal informieren, am besten bei der Nihal. Aber ich glaube, so ungefähr war es. Also man kann sich das auch erarbeiten. Weil die Nihal hat nämlich angefangen, indem sie sich ihren Thermomix erarbeiten wollte. Und dann ist sie aber dabei geblieben, weil sie so begeistert ist und halt auch wirklich, wie gesagt, die ist professionell und die hat auch gute Verkäufe und die macht das auch wirklich super. Also da kann man gar nichts sagen. Und dadurch hat sie halt sich ihren erarbeitet. Also wer das will, das kann man halt auch so. Und dann, also irgendwie, glaube ich, nach dem halben Jahr, dann entscheidet man, ob man halt Berater bleiben will oder nicht oder keine Ahnung. Ich weiß es aber nicht. Da kenne ich mich nicht aus. Aber das wäre natürlich auch eine Option, ne? Wie man es machen könnte. Also ich persönlich muss sagen, ja, also ich bereue es gar nicht, dass ich ihn gekauft habe, weil, also ich muss wirklich sagen, ich benutze ihn wirklich fast täglich. Also nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Und wenn es wirklich nur der schnelle Eisbergsalat ist, den ich da drin mache abends oder wenn es jetzt mal ein Milchreis ist, den ich da drin mache oder so, ne? Aber ich benutze ihn wirklich oft, weil die Gerichte, die man drin machen kann, und gerade Suppe ist auch so ein Thema. Ja, Herbstzeit Ja, ist also das so ist gut, kann man mega. gar keine Suppe kochen. Nee, weil man muss nicht dabei stehen oder Milchreis, ne? Man macht das Ding an, das sind drei Steps, macht das Ding an und fertig aus. Schluss hat er frisch gekocht, die Suppe mit richtig Suppengemüse drin, mit eingelegte Linse, die man vielleicht einen Tag vorher eingelegt hat. Also wirklich mega, mega gut. Oder ach, der Milchreis, ne? Macht man ja auch, ne? Klar, das ist nicht mehr wie Milchrei, Packung Reisrei, so auf die Art. Aber man muss halt netto stehen und kochen und es brennt nichts an und das spart enorm Zeit, finde ich. Dann für mich erleichtert es das auch, weil ich habe vorher so, wenn ich zum Beispiel back und Walnüsse habe ich in einem Plätzchenrezept und da muss man die zerkleinern. Oder zum Beispiel, ach, wenn ich jetzt back und habe zum Beispiel mit Schokolade, wäsch, muss so Konfitüre machen oder so. Also dann raspelt mir der Thermomix alles ruckzuck. Ja, das Gerät steht immer da. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch diese No-Bake-Cakes mit diesem Keksboden, ne? Schmeiße alles rein, innerhalb von 2 Sekunden ist es eine saubere Sache, ist das alles zerbröselt, ohne dass man viel Fett hat, Geräte rausräumen muss, keine Ahnung, fertig aus, ne? Also es ist wirklich Deswegen, super. also mein Schrank hier, ich musste jetzt auch wieder ein bisschen ausräumen und so. Und ich hatte die ganze Zeit, weil hier, wo ich jetzt sitze, war immer so ein Regal und da waren meine Gläser und so drin. Jetzt ist das Regal ja weg, jetzt muss ich das ja in die Küche stellen. Ich habe alle Geräte unten zum
für die Leute, also nicht die Geräte, ich habe noch ein paar Geräte, ne? Aber so Sachen wie jetzt zum Beispiel so eine Nudel, ich hatte so eine Nudelhobel da, weißt du, wo man Zucchini-Hobel, so ein Scheiß, das habe ich alles runter, weil es eigentlich nur Thermomix geht und dann kannst du halt das Zubehör ja noch dazu holen oder so und dann passt's ja. Wie gesagt, noch steht er ja noch da und so, also von daher. Ja, ich vor allem. Alles runter, wie gesagt, und weil du halt, jetzt konnte ich nämlich auch, jetzt ist alles, was mit der Küche zu tun hat, bei mir auch in den Schränken, weil ich einfach mal komplett einen halben Schrank ausgeräumt habe. Ja, vor allem, ich finde auch so Sachen wie Brotbacken war für mich vorher immer so, oh Gott, nee, für was? Ach Gott, viel zu viel Fett, ja. Aber hier geht es super easy, sogar wenn man sich Korn kauft, kann man das Korn mahlen zu Mehl, also sogar das wäre möglich, ne? Und man hat wirklich innerhalb von 10 Minuten hat man diesen Brotteig zusammen und muss das Brot nur noch backen. Also egal, was man sich sonst immer denkt, das ist so mega kompliziert. Zum Beispiel Gemüsebrühe, ja. Wir machen selber unsere Gemüsebrühe ohne Gedöns. Das ist für mich wichtig. Ich habe Allergie, ich vertrage hier Konservierungsstoffe, ja. Also ich mache da eine Masse an Gemüsebrühe direkt, ne, und weiß genau, was für Inhaltsstoffe hat meine Gemüsebrühe oder auch für den Harrison, tue ich das komplette Gemüse dort drin zerkleinern, tue das eingefrieren, also das geht auch mega easy. Oder ich habe zum Beispiel auch schon Eiweiß selber gemacht, ja, also auf die Idee wäre ich jetzt nie vorher gekommen, weil es mit so viel Fett wäre, ne. Aber hier kann man halt echt Sachen selber machen. Oder Mayonnaise habe ich schon selber gemacht für einen Salat. Ja, wo man sich denkt, hä, kann man doch kaufen, ne? Oder keine Ahnung. Also geht hier wirklich super easy. Also, und man isst wirklich mehr auch so Sachen wie der Salat und so. Weil man halt einfach, weil wie gesagt, man schmeißt die Zutaten, wirklich der Rohkostsalat, egal wie, du schmeißt das alles rein, innerhalb von 5 Minuten ist der Salat fertig. Das würdest du, wenn du mit der Hand aufhängst, gar nicht hinkriegen. Also deswegen, das ist wirklich mega. Und man muss dazu sagen, was ich auch richtig gut fand, ist die Cookidoo-App. Ne? Also da muss man dazu sagen, man hat die, glaube ich, 3 Monate kostenlos, Schalima, oder ein halbes Jahr 6 Monate. Okay, ein halbes Jahr ist die erstmal kostenlos, danach kostet die im Jahr 60 Euro. Ich glaube 60 Euro, genau. Also, ja, geht noch. Also Monat 5 Euro kann man eigentlich nichts sagen, ne? Und das Gute ist, man hat da echt ein Repertoire aus. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Rezepte. Es kommen auch immer wieder neue Rezepte dazu. Es sind auch saisonweise Rezepte drin. Zum Beispiel jetzt finde ich es super viel mit Rhabarber und Spargel und Erdbeeren, ne? An Weihnachten dann halt so Weihnachtsplätzchen und weißer Kuckuck was. Und man kann halt suchen, was man will. Also ich mache es immer so, ich denke dann zum Beispiel, ich will Fisch machen, dann gebe ich Lachs ein und dann gucke ich, was gibt's alles. Ich meine, manchmal ist es schon schwierig, wie die Schalli mal sagt, mit dem Suchen, ne, was soll ich denn jetzt eingeben, dass du das Rezept findest? Man findet nicht immer alles. Aber was ich richtig gut finde zu der App, also man hat einmal einen Wochenplaner drin, das heißt, man könnte sich die komplette Woche verplanen, was man kocht. Und hätte dann den Wochenplan und von dem Wochenplan kann man auch im Rezept quasi das auf die Einkaufsliste schieben, hat dann direkt alle Zutaten und die Mengen, die man braucht für das Rezept in der Einkaufsliste, geht in den Laden und hakt ab, was man gekauft hat. Genau, und wenn du nämlich jetzt, sage ich mal, die ganze Woche über 15 Rezepte jetzt drin hast zum Beispiel, ja, dann hast du es kumuliert. Genau. Dann sind die Mengenangaben dann schon zusammen und dann kannst du einfach zum Beispiel, wenn du insgesamt 10 Zitronen brauchst, zum Beispiel, sage ich jetzt einfach so, dann 10 Zitronen ist dann für alle Rezepte. Genau. Und man hat unten auch nochmal eine Spalte, wo man selber was hinzufügen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man braucht noch Klopapier, dann gibt man Klopapier ein. Habe ich auch schon mal so gemacht. Ja. Und das Gute ist halt, selbst der Dommer und ich, wenn wir schon zu zweit einkaufen waren, also klar, man muss es dann immer wieder aktualisieren, die App, aber du siehst es dann auch immer gleich, was ist schon runtergestrichen, ne? Ja. Und ist natürlich auch super gut, weil je nachdem, wer einkaufen geht, kann man, was weiß ich, in seiner Mittagspause kurz das machen und der Partner geht dann abends einkaufen und zack, man hat alles und man hat vor allem nichts Unnötiges. Weil ich finde, wenn man anhand der Liste einkaufen geht, dann guckt man nicht so viel links und rechts, weil man guckt ja, dass man die Liste quasi, ne, abarbeitet. Und dann guckt man nicht viel links, nicht viel rechts und man kauft auch weniger unnötigen Scheiß, weil man hat ja seine Woche durchgeplant mit dem Essen und dann denkt man halt nicht, ach, ich könnte ja mal Lasagne machen, ne, und nimmt dann nur das und das mit, sondern man hat wirklich seine Liste und ich finde, dadurch spart man definitiv auch Geld und man spart auch definitiv Zeit. Also die App ist wirklich sehr produktiv, würde ich es jetzt mal nennen. Ne? Also es lohnt sich wirklich für die App das Geld auszugeben. Ich glaube aber, der Cookidoo geht erst ab TM6, oder? Ich glaube, beim TM5 geht es da schon? Nee.
Oder ich glaube, mit einem Stick kann das sein, dass man dann einen Ah, Stick ich weiß es anschließen nicht, wie muss. das mit dem an. Keine Ahnung. Also ich weiß es auch nicht. Aber ich finde auf jeden Fall die Cookie-Doo richtig gut. Also das war nochmal sowas, was mir richtig gut gefallen hat. Vor allem auch, ich höre immer viele Leute, die dann sagen, ah, also ich meine, mir geht es selber so, ich weiß gar nicht mehr, was ich kochen soll, ich habe gar keine Idee mehr. Und dann streitet man sich schon fast, weil man nicht mehr weiß, was man kochen soll. Viele überlegen dann sogar, ob sie HelloFresh machen, weil sie keine Idee mehr haben, was sie kochen wollen, einfach, dass sie Rezepte haben. Und ich Ja. finde, im Thermomix hat man echt richtig, richtig viel. Also von daher kann man auch wirklich eine mega Vielfalt machen. Zum Beispiel die Quarzi hat gestern die Mini-Hamburger gemacht aus dem Thermomix. Also die waren auch mega gut. Und das war wirklich in der Cookidoo-App die Brötchen selber backen, das Fleisch, also das Hackfleisch selber machen und die Frikadelle backe und sogar noch eine Zwiebel, karamellisierte Zwiebelsoße mit dabei. Also alles in einem Rezept sogar, ne? Also ich meine, klar, es war mega aufwendig, hat sie gesagt, stelle ich mir ja vor, weil 30 so Mini-Hamburger zu machen, ist schon anstrengend, aber das war alles mit in dem Rezept, was man braucht und mit Soße und mit Cool. allem. Ja, finde ich auch Hast du das Rezept? gut. Nee, aber ich kann es mir von ihr schicken lassen. Dann schicke ich es gerade mal weiter. Ja. Nee, ich finde es, wenn du so ein. Nee, jetzt mal Spaß beiseite, weil Ja. vor kurzem war der Bruder vom Dido. Ja. Und ich finde es ganz praktisch, wenn du mal so ein, zwei Leute oder so, weil bei mir gehen ja jetzt eh nicht mehr, ne? Aber Ja. wenn du sowas, das ist halt so ein Faltenbrot oder diese kleinen, so diese, war ja dann wie so ein Mini-Party-Burger, Ja, oder? genau. Das ist ja dann halt voll praktisch, weißt du, und die Leute finden das halt auch geil. Ja, das stimmt. Also ist so. Ja, also die Also ich habe Quartia, was Gutes gemacht, ne? Das kann, ja, sag du zuerst. also die hat es halt so gemacht, die hat dann alles hingestellt und hat gesagt, jeder soll sich selber den Burger belegen, wie er will, ne? Also sie hatte quasi die Patties durchgebacken und hat Käse schon drauf gehabt, der war ein bisschen verlaufen. Sie hat halt für sich, von sich aus noch Bacon drauf gemacht, weil sie das halt mag. Und mit auf jedes Patty muss man nicht, das war nicht so im Rezept. Und hat dann aber noch Ketchup, Mayo, Essiggurke und so weiter hingestellt, dass sich jeder das so machen kann, wie er will. Also war gute Idee, ja. Ja, nee, ich habe ja auch schon mal da so ein Brownie drin gemacht Ah ja, stimmt. mit Salzkaramell. Und Ja. Salzkaramell ist ja eigentlich super schwer zu machen. Ja. Ganz easy. Also es war so Salz-Sahne-Karamell. Und es war halt, also ich war erst überrascht, weil ich habe noch gedacht, boah, also ich, okay, erstens mal stehe ich sowieso auf Brownies. Ja. Also so, ich bin ja jetzt nicht so der Kuchentyp. Also doch, wenn du das jetzt machst, esse ich schon mal ein Stück, aber ihr werdet mich nicht sehen, dass ich jetzt freiwillig in den Kaffee gehe und kaufe mal durch die Kuche oder so. Ich bin dann Ja. Brownie, Muffin, so Cupcakes, so ein Zeug, Ja. das ist genau mein Fall, ne? Und da habe ich halt den Brownie gemacht und der war halt so geil, weil da war halt, da musste halt auch ein Espresso rein, ja? Und so ganz dunkle Schokolade, weil das musste halt unten ziemlich herb sein, ne? Weil sonst wird es too much. Dann musste ich und das Salzkaramell dann machen. Also der Teig erstens mal zu machen, super easy, einfach raus, ne? Kurz ausgespült wieder. Hat ja auch ein Reinigungsprogramm, das Ding. Ja. Ganz easy. Das war ja das erste, weil, wisst ihr noch, wo ich gesagt Ja. habe, ich weiß gar nicht, ach so, die hat gesagt, ja, das musst du dauernd ausspülen oder du, ich weiß gar nicht so, was für Ausspüle, durch Schnellprogramm, ausspüle, zack, ich meine, ich war. Ja. Also es ist voll cool, das Ding, weil es reinigt sich dann halt auch teilweise so, je nachdem, muss ich halt gucken, wie lange es dauert, reinigt sich ja dann auch selber. Dann habe ich Salzkaramell noch gemacht, also super geil, drüber die Pekannüsse angebracht, also so angeröstet dann, ne, rechts, Ja. links. Und da noch mit drauf, also dann habe ich es rausgestellt zum Kühle. Also ich habe das an meine Arbeitskollegin mitgebracht auf die Arbeit, die war jo. Das Ding ist so schnell gegessen gehabt, weil die steht auch total auf Karamell, die heute das Ball, also so geschlungen, weil es so lecker war, hat sie gesagt. Ne, weil das kann man sich ja vorstellen, dieses Herbe, dann das Crunchy, ne, haben wir ja schon mal im Ja. Podcast mit mir als Essensberater hier. Und dann das Salzkaramell war man halt manchmal hart, manchmal ein bisschen fester, manchmal ist es dann auch schon runter. Ja. Also super geil, die Konsistenz vom Geschmack her hammermäßig, dann dieses Herbe mit den Nüssen und das Salz ist ja halt so richtig geil. Ja. Also was mir auch gerade einfällt, was auch cool ist, ist, dass man zum Beispiel Puderzucker auch einfach selber machen kann, wenn man mich keiner da hat. Dann nimmt man einfach die Zuckerei, schaltet das Programm an für Puderzucker und ruckzuck hat man Puderzucker. Das ist natürlich ach mega, ja. Also man kann wirklich alles sogar, und was ach richtig gut ist, gerade im Sommer, der Dommer mag das auch gerne Zitronenlimonade selber machen dort drin. Das geht ja auch ruckzuck, ne?
Ja. Brauchst eigentlich nur ein Netz Zitrone, Mineralwasser und Zucker und fertig, ne? Und wenn du zum Beispiel sogar sagst, du willst keinen Zucker, dann nimmst du halt, was weiß ich, Birkenzucker, weißt du, Kuckuck, was du willst, oder machst ohne Zucker und hast halt sauer oder mit Honig, weißt du, Kuckuck, ne? Also kann man ja machen, wie man will, also Ja, wirklich ja. gut. Also das ist natürlich auch richtig geil. Also Ja, jetzt. was mir halt auch gefällt, nur ich kam noch nicht dazu, weil bei mir, ich weiß auch nicht, irgendwie entweder ist so, habe ich ein schlechtes Time-Management, ich glaube, es liegt dort dran. Auf jeden Fall, weil ich wollte schon voll oft nur diese Likörchen du mache, weißt du, weil ich Ah wollte, ja, das das muss habe ich auch im gut Problem, sein. genau, weil ich habe die Flasche mit dem kleinen Tannenbaum, die habe ich Ja. jetzt auf Amazon gesehen und das sind so 5, 6 Stück oder so für 20 Euro, ich finde es jetzt nicht teuer, also, und dann habe ich nämlich schon überlegt, weil du gibst dir dann so Mandellikör oder so und ich finde es ganz, wenn du noch ein bisschen Zimt drauf machst, ist es ja ein weihnachtlicher Likör oder Ja. so Kardamom oder so ein Zeug und dann dachte ich halt so für Weihnachten oder so ist es auch ganz süß, weil manchmal weiß ich auch nicht, was will man auch immer schenken. Ja. Also ich muss sagen, dass ich wirklich alle Leute, die allererste Thermomix schon hatten, ne, da ist ja auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre es den schon Ich glaube schon 20, 30 Jahre alt. gibt. Ja. Und jeder schwärmt von dem Eierlikör. Also ich habe es auch noch nicht geschafft, irgendwie ein Likör zu machen. Ich trinke ja auch keinen Alkohol, von daher wäre es für mich auch nur zum Verschenke. Aber die Leute schwärmen so und selbst die Leute, die den ersten Thermomix haben und den gar nicht mehr benutzen, sagen, sie machen auf jeden Fall der Eierlikör da drin, weil die das halt total feiern. Da gibt es nämlich auch Raffaello-Likör, ne? Also Ja. die sind alles Sorte und ich denke, ich meine, ja, weißt du, wenn jetzt muss so ein, also das ist ja dann eigentlich wie so ein Bailey, so Raffaello, das ist ja ähnlich wie das. Und ich meine, klar, saufst du das jetzt nicht jeden da, aber wenn muss so ein besonderer Orlass ist und dann auch noch in so Ja. einem schönen Tannenbäumchen Ja. kleben, so, ne, so Fläche, Ja. es ist schon schön, sowas so zu verschenken. Ja. Ach, das machen die ja immer für Weihnachten, so selbstgemachtes Geschenk, ne, oder so, finde ich immer ganz cool. Ja. Ah, Liköre sind nur dabei, klar, Plätzchen kommen dann auch ganz viel, so Plätzchenteige und so. Also ich Ja. glaube, fast gar nichts, was man nicht, also doch, anbraten, ein Schnitzelbraten, das geht noch nicht mit dem Thermomix. Ja, aber ich finde, selbst die Gemüsebrühe kann man voll gut verschenken oder die Tikka-Paste, wenn man die selber macht Ja, oder. genau, also Tikka-Paste ist ja bei uns hier on the road, ne, der ganze Ja. Tag. Also gefühlt. Oder Tikka-Masala ist Marmelade. halt einfach geil. Ja, oder Marmelade machst du ja auch voll gut selber und das kannst du ja auch gut verschenken, ne? Ja, man kann ja auch Joghurt und so machen in dem Ding. Das Ja. habe ich auch nicht gemacht, weil das dauert ja Nee. 12, 30 Stunden, weil es ja pasteurisiert oder Ja. irgendwie besäßt muss, Nee, ne? das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, aber es ist, also das Ding ist schon ziemlich, ziemlich gut. Also ich muss erst sagen, du warst mal was, das hätte ich nie gedacht. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie das Rezept jetzt so heißt, aber das sind so mediterrane Nudeln, also das ist dann halt Nudle. Ich mache halt immer Vollkorn. Ich wandle das Rezept auch ab. Ja, Also genau. wenn da jetzt steht, Weizennudeln, nehme ich trotzdem Vollkorn oder Dinkel oder so, so wie ich Ja, halt ja. will. Halt, ich mache halt mich Ja. nicht immer. Ich mache auch manchmal ein bisschen weniger Fett drauf. Immer, das mache ich Wobei, immer. ja, wobei, ich habe dann nur ausgerechnet, weil es kommt eben immer so, man ist ja immer total geschockt, wenn man dann liest, 20 Gramm Fett. Aber wenn du mal überlegst, das ist 5 Gramm, das ist ein Teelöffel. Ja, 5 Gramm ist ein Teelöffel. Ein Teelöffel. Und weil 20 Gramm ist ja aber auf 4 Personen verteilt. Und wenn du dann 5, also ein Teelöffel Fett für eine Portion ist Ja. viel. Ist nämlich Ja. nicht, weil das schockt dich nur, weil du ja für 4 Portionen kochst, ja. Wenn Ja. du das genau portionierst und sagst, weil so machen wir das immer, wir essen jetzt heute oben und wenn da noch was übrig bleibt, ist es dann meistens nochmal eine Portion für mich oder so, für den Nächsten da. Es sind schon die 4 Portionen. Außer man hat jetzt viel Hunger, dann ist es halt ein bisschen klein manchmal. Ja, also ich muss sagen, zum Beispiel bei Salate, wenn du steht 30 Gramm Öl, das mache ich jetzt halt nicht, weil ich aber auch so okay 3 Esslöffel Öl an den Salat mache. Mir reicht ein Esslöffel gerade von dem kroatischen Olivenöl, das schmeckt ja total intensiv, du brauchst ja einfach nicht so viel, ja. Ja. Oder was ich zum Beispiel per System weglos, ist Zucker. Ich mag das überhaupt nicht, diese Rezepte, dauernd hier Zucker, dort Zucker, weil Zucker nimmt die Säure von der Tomate, ja, weiß ich alles, aber mache ich einfach nicht. Ich mag das nicht, diesen Zucker, der überall dran, das lasse ich einfach weg. Oder wenn du, ach, Gewürz ist, was ich nicht mag, zum Beispiel der Dommer mag nicht so gern Muskatnuss. Ich mag Muskatnuss, ich mache dann halt nur ein bisschen. Aber wenn jetzt irgendwie, zum Beispiel, ich mag kein Kreuzkümmel, wenn du steht Kreuzkümmel, das lasse ich auf jeden Fall weg. Ich mag normale Kümmel nicht. Also alles, was so durch dieses
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, die aus dem Osten essen ja gern mit Ja, Kürbis. Alles, ja. was, also weil zum Beispiel ich esse, ach, zum Beispiel leidenschaftlich gern Sauerkraut oder so, aber ich esse das dann immer ohne Kümmel, weil ich mag Ja. das einfach nicht. Diesen Geschmack von Kümmel, wenn ich das nur schon im Mund habe, muss ich schon aufpassen, Ja. dass ich brechen muss. Ich weiß nicht, wieso, ich habe so total die Ekel davor, vor diesem Ich Kümmel. mag auch Kümmel. Nee, Kreuzkümmel mag, also das ist doch ein Ich mag Unterschied. beides nicht. Ach Nee, so, ach so. ich sag mal so, den normale Kümmel, wenn es nicht zu extrem ist, geht es noch. Ne? Also ich mach's dann halt raus, wenn ich sehe, wenn es Genau, jetzt im zu Rostock zum extrem ist, Beispiel, im geht. Thüringer Ja, Rostock, wenn ich es genau. gerade sehe, ziehe ich es noch raus. Und ansonsten, wenn ich merke, dass ich drauf gebissen habe, da schlucke ich ganz schnell, weil ich will es jetzt ja nicht wieder rausspucke. Ja. Aber weil, ja, ich meine, ich verstehe das schon, wenn das du in der Wurst ist, zieht es ja ein bisschen durch. Aber Ja. der Geschmack in der Wurst ist ja nämlich so, wie wenn du dann auf das Kümmelkernchen selber. Ja, man macht halt den Kümmel zum Beispiel in Sauerkraut oder Donai, weil Kümmel ist gut für die Magen und Sauerkraut macht ja Blähungen. Und durch den Kümmel, der Kümmel nimmt die Blähung weg, aber wenn man halt den Geschmack nicht mag, schmeckt halt extrem. Ich mag es auch nicht. Ja, also so Sachen kann man ja dann auch wirklich weglassen, ne? Also ich meine, das ist ja jedem selbst überlassen. Aber also ich würde sagen, gerade zum Beispiel, wo der Thermomix auch richtig gut ist, wenn jemand wirklich Kleinkinder hat, ne? Also so Babys wirklich, weil also dort der Brei selber koche, das ist ja super schnell gemacht. Da braucht man wirklich in dem Sinne kein Erledigläschen mehr, weil da kann man echt alles ruckzuck schnell selber kochen und auch sich dann, sage ich mal, abfülle und eingefriere und auftaue, ne? Wie du sagst, man kann nämlich dort drin auch vakuumiere und pasteurisiere und sonst irgendwas. Und da gibt es mit Sicherheit, ich meine, ich kenne mich jetzt nicht aus, weil ich habe halt kein Baby und kein Babybrei gekocht, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall geht. Oder man kann natürlich auch das Babyfläschchen da drin wirklich trinkgerecht warm machen. Oder auch das Thema, glaube ich, Babyfläschchen sterilisieren, funktioniert da auch super drin. Da kannst du auch Man, deine Einmachtgläser reinmachen. genau, Nur die also. Dampf vorlassen und ist gut. Ja, also man erspart sich einen Sterilisierer, den man ja sonst extra hat. Man erspart sich die Fläschewärmer, den man extra hat. Und man erspart sich eigentlich, Tausende von Gläser zu kaufen. Ich meine, klar, wahrscheinlich wird man immer mal schnelle Gläser kaufen, aber eigentlich braucht man es nicht, weil es geht wirklich relativ schnell und zügig im Thermomix. Und wie gesagt, man kann es ja auch eingefrieren. So wie ich es jetzt für den Hund auch mache. Ja. Und von daher ist es gerade, wenn man Kleinkinder hat, eine richtig gute Sache, um einfach auch frisch zu kochen, weil oftmals will man ja vielleicht frisch kochen, aber man findet die Zeit nicht, ne? Wenn man alles schnippeln muss und kochen muss und hin und her und mit dem Thermomix geht es halt super Also easy. ich sah schon, ne, so diese Tickerpaste mache oder diese Paste do für diese Gemüsepaste, das ist schon eine langwierige Sache. Das muss man mal Ja. am Sonntagmorgen oder sowas machen, wo man dann denkt, jo, jetzt frühstück ich noch in Ruhe und dann lege ich los. Aber das ist ja dann auch sowas, wie du sagst. Das kannst du dir ja dann je nachdem, also ich kann es jetzt auch nicht so wie du leider mache, weil ich nicht so viel Gefrierfach habe. Ja. Aber ich habe mir mal überlegt, den größeren Kühlschrank, den rosa nicht zu kaufen oder so. Aber mal gucken, das ist halt jetzt so, aktuell ist das für mich, gibt es wichtigere Dinge. Ja. Aber dann finde ich es halt schon gut, wenn man das so wie du in diese Würfelchen, in so Eiswürfel oder Stäbchen oder sowas einfriert. Und dann kannst du es ja mit der Tickerpaste so machen. Und dann hast du dann Ämo, kannst du dann, was weiß ich, so zwei volle Ei oder drei volle Eimachtgläser rein theoretisch vorkoche. Ja. So. Da sag ich mal, dann füllst du das gerade noch schnell ab, tak, 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 frierst es ein, holst jetzt wie du immer so einen Waffel raus und schmeißt nein. Ja, Weil das ich geht glaube, ein gut. Waffel ist ein Esslöffel oder so, je Ja, nachdem, wie genau. groß ungefähr. Ja. Aber ein Esslöffel brauchst du meistens, weil ich mache zum Beispiel immer ein bisschen mehr nein, wenn du Ich steht auch. Esslöffel. Ich esse das gern wetzig und schäme mit voll, weißt du, es Ja. kommt viel, wie heißt das, das Sellerie nein. Ja. Knolle-Sellerie, der gibt dir immer einen guten Geschmack ab, finde Ja. ich persönlich. Und das mache ich immer mehr, ein bisschen mehr von dem Nei, dass die gut, Ja. weißt du, Durchziehen. dass die gut Ja. würzig ist. Ich mag das, den Geschmack vom Sellerie, weil der wetzt ja schon extremst, finde ich. Ich Das liebe das. stimmt. Ja, also so Sache kann man echt mega gut da Nur drin komplett machen. mache und dann vorbereite und dann, wie du sagst, ne, so Und ich eh. sag mal so, also auch da spart man wieder Geld, weil ich habe vorher quasi die Gemüsebrühe ohne Konservierungsstoffe gekauft. Und wenn ich jetzt mal so im Supermarkt denke, also so normalerweise hast du früher, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, hast du Gläschen Gemüsebrühe, das war glaube ich so 250 ml, hast du gekriegt für unter 1 € früher, ne? Also ich Das keine ist ja Ahnung, mit 80 Entry. Cent, Ja, jetzt ja. bestimmt beim Euro 50 oder so. Aber
Früher schon war halt die Gemüsebrühe ohne Konservierungsstoffe bei 4 € das Glas, ja. Und Das wie du ist ja mehr, sagst, oder? 6, 7. ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mehr geguckt, ich könnte es nicht sagen, aber bestimmt. Aber auf jeden Fall ist es so, wie du sagst. Also ich mache da einmal mehr dran. Ja, und wie lange hast du an so einem Glas? Weil du machst schon fast jedes Essen Gemüsebrühe. Also ob du asiatisch kochst oder sag ich mal, ob du deutsch kochst oder Sub kochst, da kommt ja fast überall Gemüsebrühe dran. Gut, im Kroatischen nämlich Vegeta bei denen, aber das ist auch Gemüsebrühe, nur halt ist es halt Vegeta. Ne, also von daher brauchst du überall, also wie viel Gläser für 4 € will man kaufen? Und dann hatte ich halt zum Beispiel, gibt es ja auch so auf dem Maimarkt oder es gibt ja auch so direkt wieder Vertriebe, wo du halt so Gemüsebrühe in so einer großen Dose, wisst ihr, Omas hatten das früher immer, du konntest in so einer großen Dose das bestellen, aber du kochst die groß Gefro zum Beispiel oder es klappt, meine Oma hat eins, das hieß Wifa oder so, ich weiß gar nicht, so irgendwie anders. Aber auf jeden Fall, do ist dann so 800 Gramm drin, ne? Kostet Und aber 20 €. kostet 80 oder 20, je nachdem, was du halt kaufst, ne? Ja, also ich glaube, das geht froh, weil das ja auch so Bio-Qualität und ohne Ja. alles und so, das ist schon teuer, so do 850 Ja. ml Also oder ich so. habe tatsächlich 8 von Gefro. Da kostet die Großdose Gemüsebrühe 10 €. Ja, Aber damals, oder? Wurde gekauft durch jetzt. damals, wo ich es gekauft habe, aber ich glaube auch, dass das nicht die ohne Konservierungsstoffe ist. Also ich glaube, es Ach. gibt nochmal extra Annie, die dann nochmal freier von Gedöns ist. Und das ist dann nur die halbe Portion und dann kommt sie, was du sagst, mit den 20 €. Also von daher spart man, finde ich halt auch, wenn man sich im Thermomix so die Sache macht, voll gut. Und man kann zum Beispiel auch Eis machen. Ich habe selber noch nicht gemacht, aber ich habe schon oft gesehen, dass die Leute sich so McFlurry oder sowas machen. Also richtig so Eis, ne? Also ist auch sau cool, ne? Ja, ich habe auch schon, ich habe selber noch nicht gemacht, aber ich habe schon von vielen gehört, dass Eis aus dem Thermomix soll richtig gut Ja, sein. ich habe es auch schon gehört. Also gemacht habe ich es auch noch nicht. Also was ich auch empfehlen kann, es gibt auch in Facebook zig natürlich Thermomix-Gruppe, aber die Kroatin hat mich in so Gruppe eingeladen, die ist gar nicht mal so schlecht, weil da teilen die Leute auch ihre Wochenpläne und du hast ja einmal wieder neue Idee, was man kochen kann. Und die teilen zum Beispiel, ach, was weiß ich, da haben sie Joghurt gekocht oder Mousse, und haben so die Gläser geteilt, die man kaufe, also wo sie die gekauft haben oder keine Ahnung, dann haben sie McFlurry gemacht. Ne? Also du hast immer so Inspirationen. Und zum Beispiel die Kroatia hat schon sau viel aus der Gruppe dann gemacht, wo sie dann halt Was so ist die die Idee Gruppe? gekriegt hat. Im Facebook. Ach so, ja. Ja, ist halt so grob. Also hat die halt so grob, ne? Also das ist auch noch mal, sage ich mal, hilfreich. Also es gibt ja auch super viel, wo die sich da austauschen. Und dann gibt es ja aber auch nicht nur Thermomix, sondern gibt es ja noch, was du auch hast, gell? Diese App Mein Magic Kopf. Zaubertopf. Ja, genau, desto. Ja, also die habe ich nicht immer. Die mache ich nur mal zwischendrin. Die kostet dann einen Monat nur 5 €. Aber die habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Aber du ist halt nicht wie bei Cookie Do, sondern du musst halt die App neben Trolley Ja. und dann alles so nachmachen. Also schlimm ist es nicht. Du gibst auch Videos und alles und so und Tipps und Tricks. Die Sache, was mir halt do gut gefällt, ist halt, das sind mal so normale Sachen. Die machen dann mal schnelle Spaghetti mit Tomatensauce und schmeißen oben drauf 3 Kugel Mozzarella, Mini-Kugel oder so. Das sind halt so super easy Sachen, aber trotzdem selber gemacht, ne? Also wirklich mit so Ja. Mini-Rischtomate oder so und dann püriert und aber es ist ein bisschen, da gibt es wirklich, weil das, die App ist von Hausfrau für Hausfrau, sage ich mal so. Und da Ja. finde ich aber auch nicht gefunden, die Brockelbohne. Okay. Kann aber sein, weil es bei uns so pfälzisch ist. Pfälzisches Rezept ist, ja. Pfälzisch und das Wort ist auch pfälzisch, weil es ist Ja. ja eigentlich hießen die breite Bohnen und nicht Ja. Brockelbohnen. Ey, Also das ich hier ist Brockelbohne wegen der Kartoffel, die drin sind, weil die Kartoffel, die so gebrockelt ist. ja, aber genau, ja, gut, aber ich finde, das gibt es, glaube ich, so nicht. Nee. Oder wir müssten breite Bohnen mit Kartoffeln suchen oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall, die App ist aber auch super cool. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will die Cookie Do App nicht, finde ich, ist die wirklich gut, weil die kostet nur, oder wer vielleicht hat das Geld nicht hat, weil Ja. die ist nämlich aufs Jahr gesehen billiger. Die kostet nämlich, glaube ich, im Jahr nur 34 € oder 5. Okay. Genau, deswegen, weil die ist auch super. Die ist halt Ja. mehr so hausfraulastig. Also rein von der Rezepte finde ich die fast noch besser, weil es einfach die einfachere Rezepte sind. Was mich aber halt stört, dann kann ich meinen Thermomix-Display nicht benutzen und ich will das Ja. auf dem Ding machen. Das ist das einzigste Manko. Wenn die sich mit dem Thermomix noch verknüpfen könnten, würde ich sogar fast behaupten, weil du nicht so viel extra Fett sind, bist du nicht so fancy dancy. Ja. Würde die App wahrscheinlich noch besser gehen, bin ich da ganz ehrlich.
Die müssten nur gucken, dass die sich mit Vorwerk irgendwie verknüpfen könnten, weil die Frau macht sowieso so viel Werbung, auch online für diesen Mein Zaubertopf ist es so, auch im YouTube und so. Ja. Liebt dieses Ding. Also die kann das in- und auswendig, dieses Teil. Die hat auch schon die erste gehabt, glaube ich, soweit ich weiß. Und deswegen, also ich finde es eigentlich schade, wenn die durch sich noch äuglinge könnten. Ich würde wirklich Ja, fest also behaupten, die App ging besser. was ich auch mega fände, ist, und zwar, es gibt ja Leute, die machen, oder zum Beispiel Nihal macht das ja auch, die macht ja dann ihr türkische Rezepte, tippt die in den Thermomix ein, dass es das für sich hat, ne? Und rein theoretisch hat sie mir, glaube ich, mal erklärt, kannst du dann auch bei Vorwerk diese oder bei Cookidoo, keine Ahnung, die Rezepte einreichen, die prüfen das, ich glaube, die kochen das nur oder so und dann entscheiden die, ob das mit ins Programm aufgenommen wird. Ne? Also so erweitern sich ja auch immer die Rezepte. Aber ich fände es halt richtig cool, wenn zum Beispiel die Nihal sich das Rezept eintippt, wenn die das uns schicken könnt. Weißt du, was ich meine? Also, dass wir das dann auch auf dem Ja, Thermomix weil haben. dann könnte man nämlich sagen, okay, ich mach fünf, du machst fünf, die macht Ja. fünf oder Das so, wäre dann halt, schicken wir uns die gegenseitig hin und her, ja. genau, das wäre halt richtig cool. Das geht leider noch nicht. Also das wäre so kleine Verbesserungsmöglichkeit, wo ich sagen würde, das fände ich echt gut, weil dann würde es sich halt lohnen, die Mühe zu machen, die eigenen Rezepte da Es einzugeben, müsste ne? halt von Vorwerk, sage ich mal, es müsste halt für die Kunden vereinfacht werden, ein Rezept zu erstellen, im Sinne von, dass man zum Beispiel sagt, okay, Ohrbrote von Zwiebeln dauert meistens Minute, bla bla bla. Und das müsst wie schon so vor, wie ich das müsst nur noch einfügt, Zwiebeln anbraten, das, das, das. Und dass das Ding das dann selber wie berechnet, wie ich das sowas schmeckt. Ja. Die Minutezahl. Und das weißt du zum Beispiel, weil der Thermomix weißt du, okay, jetzt, wenn du auf das Programm gehst, Zwiebeln anbraten, gibt es bestimmt auch so. Das gibt es hier schon. Aber ich weiß halt nicht, wie man das müsste vereinfacht sein, dass man das Ja. eben so einfügen kann. Weil dann ist es so easy. Wenn Ja, dann das stimmt. Pilze, Ohrbrote, dann wische es so Pilze, Zwiebeln zusammen. Das müsste es irgendwie so ein Konfigurator, das müsste es einfacher gehen irgendwie. Ja, das stimmt. Das wäre halt super cool, aber man weiß, die arbeiten ja vielleicht schon dran. Deswegen Ja, natürlich, da wird ja einmal wieder Die verbessert. Leute werden, so gibt es hier bestimmt auch so Tester und so, oder Ja, so Frauen, ja. die das testen, so Hausfrauen, do, wo sich noch nebenbei Geld verdienen, ne? Die dann so testen oder sowas, ja. Ja, aber Oder alles wird in so. allem, also ich würde sagen, alles in allem, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, klar, der Preis ist heiß, das ist so ein Thema, aber ich finde, Aber das es Ding lohnt hast du die sich. nächsten 10 Jahre und wenn du dann Ja. mal 10 Jahre durch, nimm mal The Friend mit allem, rechne jetzt einmal glatt mit 2000, ja, wenn du Ja. das dann mal also über 10 Jahre runterbrichst und dann, wenn du das everyday benutzt. Ja, also ich muss sagen, ja. Also definitiv, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe es auch jedem geraten, also letzten Endes haben es auch ein paar gekauft, wirklich, weil ich es gesagt habe. Also, ne, weil ich halt immer so geschwärmt habe. Ich meine, ich habe es ja auch gekauft, weil du so geschwärmt hast und die Kroatien so geschwärmt hast. Ist halt einfach so. Ich sage mal so. Generell bin ich auch der Meinung, da wir ja selber im Network sind, ich finde halt Network, Schutz, Support, Network, ne? Also man muss sich gegenseitig im Vertrieb einfach unterstützen, finde ich, ne? Also ich meine, ich tue achte Nihal halt logisch, wenn ich jemand weiß, der halt Thermomix will, dann gebe ich das gerne an die Nihal halt weiter, weil aber die Nihal halt auch eine gute Beraterin ist, würde ich natürlich nicht machen, wenn ich jetzt mit ihrer Beratung nicht zufrieden wäre, ne? Und ja, also ich finde, es ist wirklich so. Also ich meine, wir haben ja nichts davon, dass wir jetzt nur drüber sprechen oder ich habe ja nichts davon, dass mein Cousin das jetzt gekauft hat. Ja, aber weil ich halt so begeistert war, ne, es ist halt die Begeisterung, die sich halt einfach weiterträgt, auch für dieses Produkt. Ne, ist egal, ob man jetzt von der Aloe Red oder vom Thermomix, das ist halt einfach so. Es ist halt der Empfehlungsmarketing auch, ne? Aber ich finde, es lohnt sich wirklich. Also wirklich true words, also wirklich, ich benutze den, seit ich ihn habe, fast täglich. Also es ist nicht so, wie manche dann sagen, armer Kaffs, es steht in der Ecke. Also no way. Das stimmt nicht. Das steht bei mir nicht in der Ecke. Also ich habe es wirklich, außer ich bin im Urlaub, da natürlich nicht. Aber ansonsten benutze ich es fast jeden Tag. Also für mich hat sich sogar mehr gerechnet wie die KitchenAid, weil manche vergleichen manchmal KitchenAid mit dem Thermomix, wobei ich nicht verstehe, warum, weil eigentlich kann man es nicht vergleichen. Weil die KitchenAid ist einfach ein Tool zum Backe, zum Mixe, ne, für Teig zu knete. Klar, man kann auch Extras kaufen, wo man raspelt und so, ne? Aber eigentlich kauft man das ja, weil man viel backt und einfach
eine gescheite Maschine will, die eben gut Eischnee schlägt oder die Sahne oder Das so ist ein zum Beispiel Spaß. auch so was, das brauche ich jetzt Anime. Also, ich Nee. sage, wenn du, ich weiß, du hast jetzt eine KitchenAid und hast jetzt halt zwei Geräte, du stehst, aber bei dir ist auch noch was anderes. Bei dir ist halt auch größer, ja, du hast eine Ja. größere Wohnung. Ich habe, wie gesagt, nur die 1,75 Meter Ja. Arbeitsfläche minus der ganze Kram noch und das ist, was ich habe und mehr besitze ich nicht und es ist auch okay für mich so. Ich will auch gar nicht so viel und das ist halt super dann für mich, dieses Gerät. Deswegen, also, ich will auch noch diesen unbedingt diesen Friend, du, aber. Ja, also ich muss sagen, klar, man kann im Thermomix auch backen. Also ich habe auch schon eine Marmorkuche gebacken und so und man kann auch Sahne drin schlagen. Ich muss ehrlich sagen, also Sahne, aber man muss dazu sagen, Sahne ist mein Endgegner, ne? Also egal ob in der KitchenAid Ja, du musst oder. mal auf den Klepto warten, bis es so irgendwie macht. Keine Ja, Ahnung, also ich schnall das nicht. Ich höre ich das auch an. nicht. Ich habe schon mal gemacht, weil ich schon mal so Sahne rollte so. Ja. Und dann ist die Sahne doch ein bisschen zu weich gewesen. Hieß es dann, ich habe sie überschlagen wahrscheinlich, ne? Wenn es Brocke hat, hast du überschlagen, weil Nee. dann wird es Butter. Nee, dann hast du zu wenig geschlagen, wenn es noch Ach weich so, war. sicher, aber Ja. ich hatte so Schiss, Ja. dass ich zu wenig schlage. Ja. Zu lang schla, dass er Ja. dann drüber geht. Da habe ich gedacht, nee, komm ich hier jetzt lieber auf, weil ich habe das auch nicht gehört. Na, und weil die sagen immer in den Videos, ich gucke hier immer die Thermomix, Ja. man muss so einen Knack hören, aber ich habe es noch nicht gehört. Aber Ja. Sahne, ich bin ja nicht so der Bäcker wie du bist ja erfahren, das war das Ja, Erste, aber trotzdem, was ich Sahne also Sahne ist für mich generell Endgegner, weil selbst im KitchenAid habe ich es schon geschafft, die zu überschlagen. Also ich muss, so dumm wie das klingt, ist ja nichts Schweres. Machst das Päckchen ein, Sahne steift dazu, schlägst, ja. Aber einfach dieser Punkt, dass es nicht überschlagen wird, ja, manchmal, also ich muss so echt neben dran stehen und kann noch nichts anderes machen. Deswegen mache ich das lieber mit der KitchenAid und ich backe halt auch sehr viel und ich finde, die Backerei mit der KitchenAid ist was anderes wie im Thermomix. Ja, im Thermomix muss schnell was machen, so ein Brownie oder so ein Rührkuchen. Absolut kein Thema. Aber wenn ich ja, jetzt aber du so machst eine Torte Torte. back, ja, so richtige Torte und so, also möchte ich die KitchenAid nicht missen. Also, ach, die hat sich bei mir mega gelohnt für die Torte, wo ich das schon alles gebacken habe und gemacht habe und getan habe. Aber zum Beispiel gibt es halt für den Thermomix seit letztem oder vorletztem Jahr, ich bin mir nicht sicher, jo, ach, dieses Raspeltool, also dieses Ja, das neue, habe ich vorhin gemeldet, ja. ja, den Einsatz. Okay, ja. Und der ist ja so geil, Leute. Also ehrlich, weil beim KitchenAid ist es so, ich habe einen Aufsatz, den machst du drauf und dann drückst die Karotte durch, ja, und kannst raspeln. Aber das heißt, du musst diesen Aufsatz rauskramen, musst den, der ist super schwer, musst den draufschrauben, dann machst du das, dann musst du das halt aufwendig sauber machen, wegpacken. Ne? Ich meine, es geht auch alles besser, wie mit der Hand zu reiben, weil ach, das habe ich schon gemacht. Karotte mit der Hand ist super ätzend, ne? Aber mit diesem Thermomix-Aufsatz, geil. Du machst das Ding rein, das ist so easy. Reibst deine Karotte durch oder ach, Kartoffelgratin, ne? Also so Kartoffelscheibe reibe. Ratzi, fatzi, rucki, zucki, das Ding hat sich ach mega gelohnt. Und damals war das so, als es rauskam, konnte man auch wieder so ein Erlebniskochen machen. Wieder dieselbe Bedingungen, drei verschiedene Haushalte. Und wenn man das gemacht hat, hat man dieses Teil für nur 50 € kaufen können, bevor es auf den Markt kam. Ne? Also ich meine, es hat zwar bis trotzdem gedauert, bis man es geschickt gekriegt hat. Ich glaube, jetzt kostet es 100 €, vielleicht durch die Preiserhöhung auch noch ein bisschen mehr, ich bin mir nicht sicher. Aber das hat sich echt sowas von gelohnt. Mit allein für das, was ich schon Kartoffelgratin gemacht habe, was ich vorher halt nicht so gemacht habe, weil wer hat einen Bock, sorry, mit der Hand Kartoffeln so zu reiben, hatte ich jetzt auch keine Lust und ich hatte zwar den Aufsatz für zu raspeln, bei der KitchenAid, aber nicht für diese Scheiben für Kartoffeln zu machen, ne? Und jetzt habe ich halt das mega. Also mega und ich habe einfach im Schrank, ich habe hier auch nicht so große Küche, natürlich größer wie du, aber die ist trotzdem klein und ich habe halt einfach freigemacht nur für das Vorwerkzubehör, also nur für das Thermomix Zubehör. Da habe ich alles drin, super easy, rei raus, also ich bin begeistert. Ja, also wie gesagt, ich hätte, also ich muss, ja, ich muss mal gucken. Ja, also ich meine, man kann sich das ja auch alles nur nana kaufen, muss es ja nicht alles auf Emo haben, ne? Aber ja, es ist wie die Shalima sagt, man braucht einfach nur noch Küchenmaschinen und gerade wenn man wenig Platz hat, ist es wirklich eine mega gute Sache. Es ist einfach so. Da hat man Gerät, vielleicht mit einem Friend dann noch ins Wort ist. Also ich habe fest so einen kleinen Schrank und es ist aber wirklich so ein 60 cm Schrank, ne? Also so von einer normalen Einbauküche, auf dem Schrank steht der Thermomix plus der Friend. Ich habe das auf so einem Gleitbrett, da kann ich es vor- und zurückschieben, perfekt. Und im Schrank, das ist auch so ein 60 cm Schrank,
habe ich F-Fach ohne freigemacht, wo der Baroma drin steht, ne? Also alles, was man so hat. Also man muss auch nicht jedes Zubehör kaufen. Also Thermomix kommt schon mit dem Baroma, ne? Dann hat man diesen, wie nennt man diesen Korb, du? Weißt du, was ich meine? Ja, Dieser, so Siebköpfchen, du. ja, Aber so Sieb. ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich weiß auch nicht, dann hat man so einen Schaber mit dabei. Also eigentlich alles, was man wirklich braucht, ist schon mit in der Ausstattung Nein. dabei. Alles andere, Ja, klar, dieses Peeler-Wheel, das ist ja, ja, das ist nochmal so on top, aber ich meine, genau. 40 oder 60, ich weiß es jetzt nämlich, lass halt 40 sein, finde ich, geht dir jetzt noch. Oder der Raspler, Ja, ich glaube, es waren dann echt holt nur man das 40. MO und dann hast du ja aber das Gefühl, die nächsten 100 Jahre, weil das ist so Ja, unzerstörbar. ja. Das kann ja alles, du kannst ja alles vom Thermomix in die Spülmaschine stellen. Und das ist halt auch so was, Ja. wo ich für mich gesagt habe, brauche ich oder ist wichtig, weil ja, ich habe keinen Bock, das mit der Hand zu spülen. Ja, und man kann auch, wenn mal was kaputt geht, kann man es auch einzeln nachkaufen, weil bei mir zum Beispiel ist der kleine Messbecher auf, der ist mir gefallen und ausgerechnet genau da, wo der Nippel ist, ist es aufgekommen und der Nippel abgebrochen, ne? Und das heißt, also man kann das noch benutzen, aber natürlich, wenn du jetzt halt hier die höchste Stufe einschaltest zum Zerkleinern von Eis, zum Beispiel Crash-Eis, kann man ja auch machen, ne? Dann hätte ich ein bisschen Bedenken, dass das halt abfliegt, ne? Und dann durch die Küche schießt. Aber da habe ich mal neue bestellt. Ich glaube, der hat 10 Euro gekostet. Also du kannst jetzt auch nichts sagen, ne? Also, das ist auch super easy, du, was nur zu bestellen. Ja, also alles in allem kann man sagen, wir sind beide pro Ja. Thermomix. Also es hat sich wirklich gelohnt, das Geld in die Hand zu nehmen, es auszugeben. Wir haben beide den Thermomix jetzt, wie lang? Jetzt einen Monat, wir haben es einen Monat später. Ja, aber wir haben es ungefähr beides so anderthalb Jahre, oder? Nee, 2 Jahre, oder mehr? Ich habe schon 2 Monate so einen Rückblick. Ah, nee, doch, 1,5 Jahre, ja, genau, weil Ja. wir hatten nur Stick schon und jetzt dann hatte Ja, man genau. volles Jahr, ja. So Anderthalb anderthalb Jahre haben Jahre. wir Ja, beide. und jetzt genau 3 Monate, 4 Monate Ja. schon, ja. Also dementsprechend, Real Talk, wir geben euch die Empfehlung raus, es lohnt sich, den zu kaufen. Wenn ihr noch keine Beraterin habt und braucht eine Beraterin, dann meldet euch gerne, dann geben wir euch die Kontaktdaten von der Nihal weiter. Die macht es wirklich gut. Und ja, ich würde sagen, definitiv pro Thermi. Ja. Jo, dann würde ich sagen, haben wir jetzt lang genug gequatscht. Wenn es noch Fragen gibt oder sonst was, gerne in die Kommentare. Wir beantworten sie. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu. Vielleicht habt ihr auch einen Thermi zu Hause. Vielleicht sagt ihr, ich habe einer. Für mich ist er Quatsch. Kann ja auch sein, ne? Also gerne Kommentare, Wünsche und Anregungen in die Kommentarleiste. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Und bitte ein Abo. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne. Bis nächste Woche zum Pfälzer Stammtisch. Tschüssikowski.